Auf der German Comic Con in Dortmund sind jede Menge Comic-Künstler versammelt. Berühmte Comic-Künstler, die schon an großen Titeln mitgearbeitet haben. So wie Sana Takeda. Hallo. Hallo. Ich habe jetzt gleich die Möglichkeit, mit Sana ein Interview zu führen. Üblicherweise, wenn wir das Interview nicht auf Deutsch machen, ist es auf Englisch und ich kann untertiteln, aber ich kann kein Japanisch. Das kann aber Jasmin. Hallo Jasmin, grüß dich. Hallo. Das heißt also, wir sind komplett und können jetzt damit anfangen, über die tollen Titel zu sprechen, die an denen Frau Takeda gearbeitet hat. Zum Beispiel Monstrous, kürzlich erschienen bei CrossCult. Ein toller dystopischer Titel, in dem es um eine Welt geht, die von Hexen, also von einem bösartigen Hexenregime regiert wird. Aber Frau Takeda ist auch bekannt dafür, dass sie an Titeln wie X23 oder den X-Men gearbeitet hat. Was dabei auffällt, ist, dass die großen Titel mit weiblichen Heldinnen oft besetzen, mit starken weiblichen Figuren. Frau Takeda, was mich besonders interessieren würde, ist, viele Leute kommen hierher, lassen sich ihre Lieblingsfiguren zeichnen oder ihre Bücher signieren. Was ist die Figur, was ist das Buch, das nun am häufigsten angefragt wurde, das sie signieren durften und die Figur, die sie zeichnen durften? Ja, natürlich am allermeisten wird Maika von Monstrous gewünscht, aber auch das X23, wo ich mit Marjorie Liu zusammengearbeitet habe, wird sehr viel gewünscht, was mich persönlich natürlich sehr, sehr freut, weil ich mit den Werken sehr viele Erinnerungen habe und auch sehr viel mit ihnen verbinde. Was mir bei beiden Titeln auffällt, ist, dass wir auf der einen Seite sehr weibliche, feminine, schöne Heldinnen haben. Die Farben sind immer sehr, sehr warm, sehr stimmungsvoll. Und trotzdem ist es sowohl bei Monstrous als auch bei X23 so, dass es auch sehr zur Sache geht, dass die Bücher mitunter sehr brutal sind. Glaubst du, dass es einen Teil der Faszination ausmacht, dass diese Helden nicht die klassische Opferrolle haben, sondern dass es sehr, sehr starke, wehrhafte Frauen sind? Ich fühle mich total geehrt. Es ist aber tatsächlich nicht so, dass ich jetzt ganz großen Wert darauf lege, irgendwie die Farben besonders so oder so zu wählen, dass es besonders warm wirkt oder so. Also da lege ich nicht meinen Fokus drauf. Ich überlege zum jeweiligen Zeitpunkt der Geschichte, welchen Ausdruck haben die Charaktere, wie fühlen sich die Charaktere. Wenn die Charaktere eine Wärme ausstrahlen, dann nutze ich natürlich warme Farben. Wenn die Situation... Wenn der Ausdruck düster ist, dann wähle ich natürlich auch düstere Farben. Und vielleicht kommt einfach daher auch dieser gewisse Kontrast. Etwas, das mir an Monstrous aufgefallen ist und mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist tatsächlich, dass wir sehr, sehr detaillierte gotische Architektur und Verzierungen haben. Und wenn ich mir das so anschaue, also wir sehen das auch auf den Titelbildern hier auf diesem Banner, darin steckt eine unglaubliche Detailliebe. Mich würde interessieren, ob Sie besondere Inspirationen dafür hatten oder besonders viel Zeit damit verbringen, da historische Vorlagen zu studieren. Oder ob man diese Sachen mehr improvisiert und aus der Fantasie hervorbringt. Ja, es kam von Marjorie eben der Wunsch, dass der Mittelpunkt des Designs für Monstrous Art Deco sein soll. Und ich hatte das Problem, dass in mir aber keine Elemente und keine Eigenschaften von dieser Art Deco irgendwie drin waren. Ich musste das quasi neu für mich entdecken. Und ich hatte ehrlich gesagt persönlich auch nicht wirklich Interesse an diesem Stil. Das hat natürlich dazu geführt, dass ich in Schwierigkeiten gekommen bin.
Ein Problem ist, dass ich nicht einfach das nachahmen kann, was es schon gibt, weil das letztendlich nicht besonders aussagekräftig ist. Es bringt nichts, etwas zu produzieren, was eigentlich nicht wirklich in mir drin ist. Es ist, wenn man ein Beispiel haben möchte, vielleicht wie eine Katze, die versucht zu fliegen und wie wild mit ihren Pfoten wackelt, aber ja halt einfach keine Flügel hat und deshalb nicht fliegen kann. Das wirkt sehr unfähig und das macht nicht wirklich Sinn, das zu imitieren. Ich habe mir dann natürlich ganz viele Motive und Vorlagen gesucht, die mit Art Deco zu tun haben, und habe die Sachen, mit denen ich mich identifizieren konnte, die ich verstanden habe, habe ich mir davon ganz besonders nochmal rausgesucht und habe das mit meinem künstlerischen Bewusstsein als Japanerin ein bisschen kombiniert und habe das addiert und daraus etwas völlig Neues geschaffen. Also das fällt auch auf. Also Monstrous ist ein ganz, ganz starker Band vom Design her und macht einfach eine große Freude beim Betrachten und Durchblättern, selbst wenn man die Geschichte nicht nachvollzieht. Da sagen sie aber was Gutes. Ganz ehrlich, ich mag es am allerwenigsten, von meiner Arbeit Muster zu zeichnen. Und deshalb ist Monstrous tatsächlich eine Herausforderung für mich, an der ich aber auch wachse. Eine Frage, die mich auch beschäftigt hat, ist tatsächlich, wann immer ich hier vorbeigegangen bin, habe ich überwiegend gesehen, dass Leute sich natürlich Frauen wünschen, weil, wie wir schon gesagt haben, du überwiegend weibliche Heldinnen zeichnest. Würdest du dir auch mal wünschen, eine ongoing Serie mit einem männlichen Helden, vielleicht sogar einem Superhelden, denn dort bist du ja auch sehr erfolgreich, zu zeichnen? Grundsätzlich nehme ich natürlich alle Aufträge an, die ich bekomme. Und wenn ich dann einen solchen Auftrag bekomme, ich würde ihn auf jeden Fall immer annehmen. Dabei geht es nicht nur um Heldensachen oder um die männlichen Charakteren. Auch wenn es Fantasy oder Science Fiction ist, auch ein Werk, das vielleicht von der Perspektive eines Mannes erzählt wird, das würde ich auch alles sofort und sehr gerne annehmen. Ich danke ganz, ganz herzlich für die sehr interessanten Einblicke in Ihre Arbeit, für das freundliche Interview und wünsche noch ganz, ganz viel Spaß weiterhin auf der German Comic Con. Interview, arigatou gozaimashita. Kore kara mo Comic Con tanoshinde kudasai. Danke schön.